Probieren wir es nochmal mit dem Albins Blackburn Gambit. Hat heute nicht gut funktioniert. Auf dem Niveau ist das auch eher eine, naja, nicht so gefährlich. Ähnlich wie Stafford Gambit gegen Großmeister 0 aus 100 ist, bedeutet. Ja, kurze Rochade und dann fangen wir den Läufer. Ja, sicher, da haben wir es. Da ist die Falle. Da schnappt sie zu. Luca weiß Bescheid. Er spielt weiter natürlich, als wenn nichts geschehen wäre. Rot Dame G3. Ja, jetzt versucht er natürlich so ein bisschen zu zaubern hier. Das verstehe ich auch. Was mit Läufer schlägt B4 eigentlich? Meine Güte. Läufer B6, A4. Springer E5. Springer E5 sofort, oder? Dame E2. Greifen wir die Dame an. Weißt du was? Ich spiele auf Angriff, weil ich Bock habe. Das hätte ich sofort machen können, übrigens. Die Idee ist Springer G4, aber es ist gar kein Matt. Ein völliger Quatsch, den ich spiele. Er hat Springer A7, ne? Ich bin ein ganz großer Schachspieler. Ich bin ein ganz großer Schachspieler. Ja, Turm C1 ist noch genauer, ne? Erstmal das Schachgame hier. Ich bin so ein großer Schachspieler. Gut, H3 ist eine Riesendrohung, oder? Peter Quinn, danke für den Sub. Okay, das habe ich gesehen. Kann ich aber nicht ändern. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich meine, dafür, dass ich zwischendurch einfach eine Figur mehr hatte, habe ich das souverän nach Hause gebracht. Ultra souverän, muss man einfach sagen. Da kann man mir keinen Vorwurf machen. Gut, immerhin stehe ich gut hier. Ja, natürlich will man keine Zeit. Nein! Was ist denn Turm G3 für ein Zug? Wie kann man denn hier Turm G3 spielen? Turm G3 stellt die Partie ein, wenn ich den schlage. Dass ich dieses Pre-Moven nicht sein lassen kann. Er geht freiwillig in ein verlorenes Bauernendspiel.